meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich mit euch zusammen basteln. Und zwar steht es bei mir unter dem Motto, schöne Momente an die Wand bringen. Und das ist auch gar nicht so viel zum Basteln an sich. Es sind eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten, besonders gut geeignet für Leute mit zwei linken Händen wie mich. Und ja, schauen wir uns doch erstmal in erster Linie an, was wir dafür überhaupt benötigen. Als erstes benötigen wir natürlich einen Bilderrahmen. Und zwar natürlich, wenn es geht, einen, der eine gewisse Tiefe hat. Also nicht einfach, wo man ein Bild dran hängt und an die Wand hängt. Ich habe jetzt mal hier einen als Beispiel von dem Möbelhaus mit den vier großen Buchstaben. Und da seht ihr schon von der Seite her, wenn ihr das seht, dass der recht tief ist. Also dass das nicht nur so ein schmales Ding ist, sondern sehr tief. Warum, weshalb? Das seht ihr gleich. Ich packe jetzt erstmal aus. So, hier könnt ihr jetzt auch noch mal ganz gut sehen, dass, wie gesagt, der Rahmen tief ist, dass er eine gewisse Höhe hat. So, da wir jetzt erstmal nur das brauchen, habe ich das Glas jetzt erstmal weggelegt. Und ihr seht, dass hier so ein Passepartout drin ist, das brauche ich jetzt nicht, deshalb kommt das an die Seite. Wichtig ist natürlich, dass ihr gleich auf der Hand der Rückseite seht, wo diese Befestigung ist zum Aufhängen, dass das natürlich dann auch bei euch auch oben ist. Ihr habt das Brett und dann gibt es so unter anderem von Pritt zum Beispiel so eine Klebemaus. Damit könnt ihr dann hier schon mal einfach Klebestreifen drauf machen. Auf dieses Brett könnt ihr weiße Pappe kleben, farbige Pappe, je nachdem, was ihr halt als Erinnerung aufbewahren wollt. Da ich jetzt leider keine Pappe zur Hand habe, weil ich es vergessen habe, bin ich ganz ehrlich, bin ich jetzt einfach mal kreativ. Ich nehme jetzt die Rückseite vom Geschenkpapier, dass das einfach dann hält. Ich markiere mir jetzt hier oben die Ecken nochmal explizit, dass ich da einfach einen Halt habe vom Papier. Und das dann einfach, weil ich noch zurechtschneiden muss. Damit haben wir also unsere Unterlage und können jetzt quasi mit dem Dekorieren anfangen. Warum habe ich gesagt, die schönsten Momente? Ich habe mir dafür einfach ausgesucht unsere zwei S-Schleifen, die wir bekommen haben, Ruby und ich. Und habe mir dazu auch ein Foto ausgedruckt. Das halt in schwarz-weiß, weil die Schleifen, die habe ich hier neben liegen, grün sind. Und wenn das Foto jetzt hier auch mit der grünen Schleife wäre, wäre mir das zu viel grün geworden. So, und dann kann ich jetzt erstmal schon mal grob gucken, wie möchte ich das denn hinhaben? Wie soll das sein? Ne, dass ich so ein bisschen gucke, Foto mittig, die Schleifen zum Beispiel oben. Sieht, glaube ich, ganz gut aus. So, dann mache ich im Prinzip hier nichts anderes. Ich markiere mir das Foto auch mit meinem Klebeband. Muss natürlich jetzt aufpassen, dass ich nicht drüber mal, also drüber komme auf die Unterlage. Und sage dann, okay, grob die Mitte. Nach Augenmaß. Man kann das natürlich alles auch genauer machen und sich das dann abmessen und alles. Ja, also muss man natürlich die Schleifen noch anbringen, aber auch da ganz einfacher Trick, nämlich mit Tesafilm. Tesa drunter schieben. Also man muss natürlich gucken, dass es auch sich nicht verhaspelt. So, jetzt. Na, dann haben wir hier den Tesa dran. Stelle aussuchen. Tesa festmachen. Dann können wir hier noch die Schleifen ein bisschen in Form ziehen. Na, da seht ihr schon mal vom ersten Bild her, wie das aussehen wird. Und ja, genau. Jetzt brauchen wir unseren Rahmen. Ihr könnt jetzt sagen, ich bringe unten halt einfach noch ein Deko-Element mit ein, dass hier noch was hinkommt. Und gerade zwar ein bisschen, finde ich halt noch cool, aber ich weiß nicht im Moment,
ich es richtig befestigen könnte. That's the problem. Wir probieren jetzt einfach mal was, indem wir die einfach in die Ecken reinlegen. In der Hoffnung, dass sie vielleicht halten. So sieht es dann fertig aus, unser Bild. Jetzt schauen wir, dass wir noch einen Platz an der Wand finden. Und so würde es dann an der Wand aussehen. Wie gesagt, ein recht einfacher Basteltipp, aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal!